Hallo Australien, ich grüße Sie. Mein Name ist Günter Wetzel und ich möchte Ihnen heute etwas erzählen über unsere Vorbereitungen zur Flucht im selbstgebauten Heißluftballon aus der ehemaligen DDR. Vor dem Beginn schon etwas zur Vorgeschichte. Es soll verstanden werden, welche Gründe für die Flucht ausschlaggebend waren. Ich werde immer wieder gefragt, ob irgendwas passiert ist. Hat es irgendein schlimmes Ereignis gegeben, das uns dazu gebracht hat, die DDR zu verlassen? So war es nicht, denn wir konnten ja nicht einfach sagen, uns passt hier was nicht, wir gehen einfach. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Und es ging uns im Grunde wie vielen anderen DDR-Bürgern. Der Gedanke, die DDR zu verlassen, hat sich im Laufe der Jahre immer wieder entwickelt und ist immer stärker geworden. Natürlich hat man den Gedanken dann auch so schnell wieder verworfen, weil man wusste, es ist gefährlich. Und ich denke, das ging den meisten DDR-Bürgern so. Und die Frage ist natürlich auch, ob sie dann letztendlich getan hätte. Denn man musste sich überlegen, dass das schon Konsequenzen hatte. Denn wenn man die DDR auf illegale Weise verlassen hat, durch Flucht, dann konnte man davon ausgehen, dass wir die DDR nie wieder betreten, nie wieder besuchen dürfen, dass wir Verwandte, Freunde, Bekannte nie mehr wiedersehen, dass das Eigentum weg ist. Und damit musste man sich natürlich auch auseinandersetzen. Und bei uns war es natürlich so, dass sich der Wunsch immer wieder von Neuem ergeben hat. Und wir dann letztendlich schon ganz klar die Absicht hatten, die DDR zu verlassen. Allerdings war eins klar, wenn wir gehen, dann nur mit der gesamten Familie. Und wenn wir mit der gesamten Familie gehen, dann war natürlich auch klar, dann müsste es ein sicherer Weg sein, bei dem wir davon ausgehen konnten, dass niemand was zustößt. Und wir hatten letztendlich die ausschlaggebende Idee und damit war für uns klar, wir werden es versuchen, auf diese Weise die DDR zu verlassen. So, jetzt mal ein bisschen zur Vorgeschichte von Beginn an. Ich bin 1955 in Grubbenreuth geboren. Grubbenreuth ist ein kleines Dörfchen in der Nähe von Pößneck. Dort bin ich dann bis zu meinem 13. Lebensjahr auch aufgewachsen. Und ich kann sagen, dass meine Kindheit, ich denke mal, vergleichbar war mit der Kindheit von einem Kind im Westen auf dem Dorf. Denn man kann sagen, damals war auf dem Dorf noch so ein bisschen heile Welt. Wir hatten ja kaum Informationen. Kriegsschäden gab es zu der Zeit keine, bei uns zumindest nicht in der Region. Wir hatten noch kein Internet, noch kein Computer, noch kein Smartphone. Alles die Möglichkeiten, die die jungen Leute heute haben, so dass wir in dieser Richtung kaum mit Informationen versorgt waren. Allerdings gab es natürlich eine Informationsquelle, die schon von Bedeutung war. Die konnten wir aber erst dann in sich ziehen, wenn man lesen konnte. Das waren die Zeitungen. Wir hatten zum Beispiel als Tageszeitung die Volkswacht und die Volkswacht war so die Zeitung, in der alle wichtigen Informationen für uns verbreitet wurden. Und man muss eins ganz klar sagen, das, was da drin verbreitet wurde, das waren in der ersten Linie politische Themen. Das war eine meinungsbildende Berichterstattung, in der die Meinung verbreitet wurde, die wir haben sollten, die wir haben mussten. Das gleiche in der überregionalen Zeitung im Neuen Deutschland. Auch da nur politische Themen, nur meinungsbildende Berichterstattung. Und so wurde uns dann die Meinung eingetrichtert, die wir vertreten sollten. Und wenn man davon abgegangen ist, dann konnte das leicht zu Konsequenzen führen. Ein Beispiel zum Beispiel politische Witze. Hat man politischen Witz losgelassen und der wurde von der falschen Person gehört, dann hat es unter Umständen gleich mal zu 2 Jahren Gefängnis geführt. Und das war natürlich eine Sache, die man dabei beachten musste. Und wie diese freie Meinungsäußerung bzw. die Demokratie von DDR-Seite gehandhabt wurde, das zeigt ganz deutlich ein Zitat von Walter Ulbricht. Walter Ulbricht hat gesagt, es ist doch ganz klar, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Und das sieht man ja schon, wo das Denken hinging. Und die Meinung von Walter Ulbricht war natürlich schon maßgebend. Er war ja der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED. Das heißt also, er war der Chef der DDR, um es mal ganz einfach zu sagen. Und damit ist einem natürlich auch dann deutlich gemacht worden, wie man da steht und wie man das Ganze zu handhaben hat, was die Meinung angeht. Die Einflussnahme ging allerdings schon relativ früh los. Es wird ja heute in Deutschland auch immer über das Thema gesprochen, Kinderbetreuung. Das war in der DDR überhaupt kein Problem. Denn bereits ab dem 3. Monat gab es die Kinderkrippen, so dass die Kinder schon relativ früh
in diesen Kinderkrippen untergebracht wurden. Mit 3 Jahren ging es dann weiter in den Kindergarten. Und man wollte auf diese Weise sicherstellen, dass auch die Frauen arbeiten gehen konnten. Es hat übrigens die Gleichberechtigung damals schon eine recht große Rolle gespielt in der DDR. Und so konnte einerseits das Familieneinkommen gestärkt werden, die Frauen konnten entsprechende Berufe annehmen. Und so wollte man natürlich die Zufriedenheit auch steigern, was man natürlich auch bedingt geschafft hat. Allerdings war das Ganze nicht ganz ohne Eigennutz. Denn letztendlich hat es dazu geführt, dass die Kinder sehr frühzeitig in Betreuung des staatlichen Organe gekommen sind. Die Erzieherinnen und Erzieher wurden entsprechend geschult. Und so wurde den Kindern dann von früh auf schon die richtige Meinung beigebracht. Vom Kindergarten ging es dann weiter im nächsten Schritt in die Schule. Ab der ersten Klasse ist man dann automatisch schon zu den jungen Pionieren gegangen. Man hätte natürlich von Seiten der Eltern das Ganze verhindern können, bloß das hätte für die Eltern zu Konsequenzen geführt. Und das hat kaum jemand gemacht. Deswegen bin auch ich zu den jungen Pionieren gekommen und habe an diesen Veranstaltungen teilgenommen. Auch da ging es natürlich uns entsprechend sozialistisch zu erziehen. Es wurden Ferienlager gegründet. Es wurden andere Veranstaltungen durchgeführt, die speziell für diese Kinder eingerichtet waren und so die Meinung entsprechend eingetrichtert werden konnte. Mit der vierten Klasse ging es dann weiter zu den Thälmann-Pionieren. Der Unterschied war lediglich im Alter, sodass dann speziell für diese älteren Schüler die Veranstaltungen konzipiert wurden und so die Einflussnahme weitergehen konnte. Das hat sich dann fortgesetzt bis zum Ende der normalen Schulzeit, der 8. Klasse in dem Fall. Dann ging es weiter in die höheren Klassen. Mit ca. 14 Jahren kam man dann zur FDJ, zur Freien Deutschen Jugend. Und auch hier war natürlich das Ziel, den jungen Menschen entsprechende Erziehung zukommen zu lassen, die entsprechend des Sozialismus auch ausgerichtet war. Die Jugendlichen, also ich damals, hätte mich natürlich auch dagegen wehren können, aber auch das hätte unter Umständen zu Konsequenzen geführt, so dass man bei dem ganzen Spiel natürlich mitgemacht hat. Die Einflussnahme hat natürlich so nur bedingt auf die jungen Menschen wirken können und es gab natürlich auch Quellen, die dem entgegengewirkt haben. Und eine Quelle war das Westfernsehen. Westfernsehen war zwar nicht direkt verboten, aber erwünscht war es auch nicht. Deswegen hat man natürlich versucht, dem entgegenzuwirken. Man hat die Bevölkerung in den 60er Jahren aufgefordert, Anlagen zu entfernen, die das Sehen von Westfernsehen möglich machen. Das hat natürlich niemand wahrgenommen. Das heißt, jeder hat weiter Westfernsehen geschaut. Und deswegen hatte man dann die Idee in den 60er Jahren, es sind jugendliche Trupps, also FDJ-Trupps, losgezogen, aus meiner Sicht losgeschickt worden, die dann die Aufgabe hatten, die Antennen von den Dächern zu bauen. Allerdings hat es auch nicht so richtig funktioniert. Damit hat man ganz bald wieder aufgehört. Und die Menschen haben natürlich ganz normal ihr Westfernsehen weitergeschaut. Man konnte relativ leicht erkennen, wer Westfernsehen schaut. Denn es gab gerade in unserer Region eine spezielle Antenne, die sogenannte Ochsenkopfantenne. Die hat man von weitem schon erkannt, weil sie anders aufgebaut war als die Antenne, mit der man DDR-Fernsehen sehen konnte. Und so haben es dann einige auch geschafft, zumindest in Grenznähe, ihre Antennen unterm Dach unterzubringen, sodass die dann gar nicht mehr aufgefallen sind und man gar nicht mehr gesehen hat, dass die daheim Westfernsehen schauen. Also diese Aktion, das Antennen abzubauen, die habe ich dann schon bewusst miterlebt und war der Meinung, dass das so nicht in Ordnung sein kann. Eine andere Geschichte gab es noch Ende der 60er Jahre, genau gesagt im Jahr 69. Da sollte der 20. Jahrestag der DDR gebührend gefeiert werden. Man hat sich große Mühe gegeben, es wurden Briefmarken gedruckt, es wurden Geldmünzen geprägt, die Städte wurden hergerichtet, alles wurde feierlich geschmückt, aber es gab eine Sache, die hat gestört. Und das waren die sogenannten Jugendlichen, die Männer mit den unnatürlich langen Haaren. Und die hat es überall gegeben, die gab es in der DDR, die gab es auch im Westen, wurden bezeichnet als Gammler oder Beatles. Das war halt so eine gängige Bezeichnung. Aber in der DDR hat man da noch eine ganz andere Idee gehabt. Diese jungen Männer wurden eingefangen, denen wurden die Haare kurz geschnitten, ohne ihre Einwilligung. Und das hat natürlich dann schon eine ganz andere Wirkung gehabt. 69 war eine Zeit, da war ich schon Jugendlicher. Man hat sich über solche Sachen schon Gedanken gemacht.
Und da hat man sich überlegt, sowas kann überhaupt nicht gehen. Dann kamen so Sachen dazu wie die eingeschränkte Reisefreiheit. Denn es war ja so, man konnte die DDR nur bedingt verlassen. Im Raum des Ostblocks war es teilweise möglich. In der Tschechoslowakei oder nach Polen war es noch relativ problemlos. Schwieriger ist es dann schon geworden nach Ungarn oder gar nach Bulgarien. Da musste man dann schon von der Einstellung her entsprechend bekannt sein, dass man so eine Reise durchführen konnte. Und das war natürlich dann schon eine Einschränkung, die einem aufgefallen ist. Über Reisen im Westen braucht man überhaupt nicht nachzudenken. Das kam überhaupt nicht in Frage. Dann kam eine Einschränkung dazu, die mich persönlich betroffen hat. Ich hätte ganz gern die 12. Klasse nachgemacht und Physik studiert. Dann habe ich das natürlich angefangen und da hieß es ganz klar, die 12. Klasse können schon nachmachen, bloß einen Studienplatz kriegen sie keinen, weil der Vater ist im Westen. Das Problem war, als ich ca. 5 Jahre alt war, hat uns mein Vater verlassen. Der ist weg von der Familie und ist Anfang der 60er Jahre in den Westen geflohen. Und das war natürlich ein Problem für die Angehörigen, so dass ich deswegen Einschränkungen hinnehmen musste, obwohl ich keinerlei Kontakt zu meinem Vater hatte, der auch nicht zu uns. Das ging anderen übrigens genauso, das hat nicht nur mich betroffen. Bei mir kam natürlich dann erschwerend noch hinzu, dass ich nicht bereit war, in die SED einzutreten. Und damit war für mich eigentlich die berufliche Laufbahn in dem Sinne schon beendet. Und das hat mich natürlich auch bewogen, aus der DDR wegzuwollen. Und deswegen hat sich dieser Gedanke zu der Zeit natürlich immer mehr verstärkt. Es kamen weitere Einflüsse, die man dann schon mitgekriegt hat als junger Mensch. Gerade übers Westfernsehen hat man solche Informationen bekommen. Man hat die Grenzanlagen zu sehen gekriegt, die zwischen der DDR und der Bundesrepublik bestehen. Man hat dann übers Fernsehen auch erfahren vom Mauerbau am 13. August 1961, als auch in Berlin das Ganze noch geschlossen wurde. Und so war einem klar, man ist doch irgendwo eingesperrt. Die DDR hat das Ganze dann sogar noch bezeichnet als antifaschistischen Schutzwall. Das heißt, sie wollten uns einreden, dass wir durch diese Grenze beschützt werden. Aber für uns war klar, da werden wir nicht beschützt, hier werden wir ganz einfach eingesperrt. Und ich habe noch Erinnerungen an Berlin. Ich bin an dieser hohen Mauer vorbeigelaufen und habe mir überlegt, auf die andere Seite wirst du niemals kommen. Und das hat in einem schon gewirkt. Und so hat man eben immer weitergearbeitet an diesem Gedanken, hat ihn aber genauso schnell wieder verworfen, weil man wusste, es ist einfach zu gefährlich. Denn man hat erfahren von den ganzen Sicherungsmaßnahmen, da waren die sogenannten Antipersonenminen, also Tretminen, die verhindern sollten, dass da jemand durchkommt, und die Personen dann zumindest schwer verletzt werden. Oder gar die Selbstschussanlagen, die Menschen an der Grenze getötet haben, wenn sie durch wollten. Und diese Informationen waren uns bekannt. Und das hat einen natürlich dann abgehalten, hier einen Versuch zu unternehmen, über die Grenzanlage zu verschwinden. Und ich habe 1974 geheiratet und zu dieser Zeit bin ich nach Pößneck gezogen, zu meiner Frau, und habe in diesem Zusammenhang den Peter Strelzig kennengelernt. Peter Strelzig war sehr aktives Parteimitglied, also SED-Mitglied, war in der Stadt bekannt über Zeitungsberichte, dass er da sehr, sehr aktiv war. Und ich hatte kaum die Absicht, mich mit ihm über politische Themen zu unterhalten. Allerdings kam auch hier wieder ein Zufall. Wir hatten Westverwandte über meine Frau. Und diese Westverwandten, die waren bekannt mit der Familie Strelzig, zumindest den Eltern von Strelzigs von früher her. Familie Weinmann, der Willi, war häufiger da. Und am Abend haben wir oft gemeinsam zusammengesessen, der Willi Weinmann, Peter Strelzig und ich. Und dann haben sich die zwei über politische Themen unterhalten. Und da habe ich gemerkt, der Peter Strelzig, der tickt gar nicht so, wie er sich öffentlich darstellt. Er ist in die Partei gegangen, um keine Nachteile in Kauf nehmen zu müssen und dadurch halt eine entsprechende Entwicklung vornehmen konnte. Für mich kam der Weg allerdings nicht in Frage. Und ich bin heute noch der Überzeugung, egal, ob jemand aus Überzeugung mitgemacht hat oder nur um persönliche Nachteile zu verhindern, jeder von denen hat das System unterstützt und das wollte ich nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt Kontakt zueinander hatten und ich durch die Gespräche mit Willi Weinmann wusste, wie Peter tickt,
habe auch ich mit ihm politische Gespräche durchgeführt. Und auf die Weise sind wir uns dann doch immer näher gekommen und haben gemerkt, dass wir schon eine relativ ähnliche Einstellung zur DDR hatten. Und auch der Wunsch, die DDR zu verlassen, war bei weitem da. Wir haben uns ab März 78 dazu entschlossen, gemeinsam zu arbeiten, weil wir doch einige Gemeinsamkeiten gesehen haben. Und haben uns natürlich, als wir zusammen gearbeitet haben, auch über politische Themen unterhalten. Durch einen Zufall kam ausgerechnet in der ersten Märzwoche 78, also in der Woche, ab der wir zusammengearbeitet haben, eine Verwandte meiner Frau zu Besuch aus dem Westen. Und die hat mir eine Zeitschrift mitgebracht. Da war ein Bericht drin über das alljährliche Ballonfahrertreffen in Albuquerque in New Mexico. Und da habe ich die vielen bunten Ballons gesehen. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht so schwer sein. So ein Ballon schwebt so leicht dahin, da kann doch nichts passieren. Es ist einfach nur ein großer Stoffsack und heiße Luft drin. Da bewegt sich alles sehr langsam, sehr gemütlich. Das ist doch recht ungefährlich. Und ich habe mir gedacht, damit kann man doch über die Grenze fahren. Mit dem Gedanken bin ich dann zu Peter Streelzig gegangen. Und Peter war der gleichen Meinung. Und so sind wir jetzt auf den Gedanken gekommen, wir werden es versuchen, mit dem Heißluftballon die DDR zu verlassen. Davon haben wir unseren Frauen erzählt. Wir konnten sie davon überzeugen, dass das ein sicherer Weg ist. Wir haben ja selber dran geglaubt und im Laufe der Zeit haben wir uns natürlich immer weiter reingesteigert und sind die ganze Zeit auch überzeugt gewesen, dass nichts passieren kann. Und so war die Idee geboren und am 8. März 1978 ist letztendlich die Entscheidung gefallen, wir wollen mit dem Ballon fliehen. Wir konnten allerdings nicht in den Laden gehen und einen Ballon kaufen. In der DDR gab es keine Ballons. Übrigens war Ballonfahren zu der Zeit in Europa überhaupt noch nicht populär. Das kam dann erst im Laufe der darauffolgenden Jahre. Und deswegen hieß es für uns, wir müssen einen Ballon selber bauen. Und jetzt habe ich mir ganz einfach die Bilder richtig angeschaut und habe geschätzt, wie groß sind denn etwa die Personen und wie groß muss dann im Verhältnis der Ballon sein. Und ich bin auf eine Ballongröße von ca. 1800 Kubikmeter gekommen. Das erschien mir realistisch und deswegen haben wir diesen Gedanken auch entsprechend weiterentwickelt. Ich habe dann diesen Ballon konstruiert, wir haben uns Stoff besorgt und haben den Ballon gebaut. Allerdings haben wir sehr schnell feststellen müssen, der Ballon hat sich nicht mehr füllen, nicht mal füllen lassen, weil der Stoff viel zu luftdurchlässig war. Außerdem die Art des Füllens, einfach mit dem Brenner heiße Luft reinzuführen, die wäre viel zu aufwendig oder war viel zu aufwendig, um den Ballon voll zu bekommen. Und nach mehreren Versuchen haben wir dann festgestellt, das funktioniert so nicht. Zum Schluss haben wir den Ballon noch beschädigt und damit war er letztendlich nicht mehr zu gebrauchen. Und es war klar, mit dem Ballon wird nichts. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen Ballon zu vernichten. Peter Streelzig hat ihn bei sich im Heizkörper, im Heizkessel verschürt. Und jetzt ging es los, einen neuen Ballon zu bauen. Und für mich war jetzt klar, ich hatte ja so als Hobby schon die Physik gehabt. Das Ganze darf natürlich nicht nur geschätzt werden, das kann man sicherlich auch in irgendeiner Weise berechnen und probieren. Und so habe ich dann einen Ballon berechnet, der 2200 Kubikmeter hatte, also größer war als der letzte mit 1800 Kubikmeter. Und ich war überzeugt, mit diesem Ballon kann es funktionieren. Wir haben diesen Ballon gebaut und er hat sich tatsächlich aufblasen lassen, denn wir haben in der Zwischenzeit auch noch ein Gebläse gebaut, sodass der Ballon mit dem Gebläse gefüllt werden konnte und dann mit der heißen Luft einfach nur erwärmt, dass er abhebt. Und der Ballon hat auch gleich funktioniert, bloß er hat nicht die ausreichende Tragkraft gehabt. Es waren noch Probleme mit dem Brenner vorhanden. Außerdem hat es die ersten persönlichen Probleme zwischen Peter Streelzig und zwischen mir gegeben. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mit meiner Familie aus dem Unternehmen auszuscheiden. Peter Streelzig wollte weitermachen. Er war der Meinung, der Ballon ist groß genug. Und ich hatte die Idee, mir ein Leichtflugzeug zu bauen. Deswegen haben wir uns komplett getrennt. In der Öffentlichkeit sind wir nicht mehr gemeinsam erschienen. Jeder hat seine eigene Sache gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit versucht, mir ein Flugzeug zu konstruieren. Das war ein Leichtflugzeug aus Aluminiumrohren. Es ist natürlich nur sehr zäh vorangegangen. Peter Streelzig hat am Ballon weitergearbeitet, konnte während dieser Arbeiten das Brennerproblem lösen. Und er war dann der Meinung, am 4. Juli 1979, dass er es versuchen kann, mit diesem Ballon zu starten. Sie haben es auch tatsächlich geschafft, mit dem Ballon abzuheben. Allerdings hatten sie das Problem, dass sie Wolkenberührung bekommen haben. Und durch die Luftfeuchtigkeit in der Wolke
hat sich die Stoffhülle mit Feuchtigkeit vollgesogen, ist schwerer geworden und ist wieder gesunken. Das war für mich schon ein bisschen der Beweis, dass meine Vermutung richtig war. Der Ballon ist zu klein, denn zu acht wären wir nicht mal vom Boden gekommen. Zu viert haben sie es auf diese Weise geschafft und so sind sie mit diesem Ballon wieder gelandet, hatten es allerdings nicht bis in den Westen geschafft und waren letztendlich wieder am Boden angekommen. Und das ist jetzt die Stelle, an der der Film Ballon beginnt. Und deswegen will ich auch gar nichts mehr dazu sagen. Schauen Sie sich einfach diesen Film Ballon an und da sehen Sie, wie das Ganze weitergeht. Natürlich ist das ein Spielfilm. Der soll spannend sein, der soll unterhaltsam sein. Es ist nicht alles hundertprozentig so, wie es tatsächlich abgelaufen ist, aber die wesentlichen Stellen passen schon. Und wer es genau wissen möchte, ich habe eine Website geschrieben, www.ballonflucht.de. Und in dieser Website habe ich dann nochmal das Ganze richtig beschrieben, so dass Sie von der Idee bis zur Flucht selbst, bis zur Landung die ganze Geschichte nachvollziehen können. Und ich hoffe, dass es für Sie interessant ist und dass Sie sich das Ganze ansehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Unterhaltung. Vielen Dank und tschüss.